Er ist da, er ist der E-Obus in Salzburg angekommen. Startup-Messe der Salzburg InnoChallenge Hashtag 4 mit vielen interessanten Unternehmen und Stromleitungen werden winterfit gemacht. Letzte aufwendige Reparaturarbeiten auf dem Winzfeld, das sind die Themen und somit willkommen beim Salzburger G-Magazin. Der erste E-Obus ist Ende August am Betriebsgelände der Salzburg angekommen. Die E-Obusse mit Traktionsbatterie werden künftig auf Linie 5 bis nach Grödig zur Untersbergbahn eingesetzt werden. Jetzt aber alles der Reihe nach. Das ist der erste E-Obus, den die Schweizer Hess AG an die Salzburg AG geliefert hat. Mit der Bestellung von 15 neuen E-Obussen tätigt das Unternehmen eine nachhaltige Investition in den öffentlichen Personennahverkehr der Stadt und des Landes Salzburg. Ich bin sehr froh über den ersten Schritt. Das ist ein großer Meilenstein in dem Projekt, dass die Auslieferung des ersten Fahrzeuges planmäßig und pünktlich erfolgt ist. Wir haben circa ein Monat Vorbereitung auf den Transport gehabt und ein Jahr Vorbereitung auf die Auslieferung des ersten Fahrzeuges, sprich mit dem Vergaberecht in der EU, sowie den Projektierungsarbeiten. Am Dach des Busses befindet sich ein 1,6 Tonnen schweres Batteriepaket. Dieser neue E-Obus für Salzburg hat das Dynamic Charging montiert, das heißt, er lädt die Batterie während der Fahrt unter der Oberleitung wieder auf und kann so gewisse Abschnitte fahren ohne Oberleitung, zum Beispiel diese Strecke, wo geplant ist nach Gröding, und dann auf der Strecke mit der Oberleitung kann er dann wieder die Batterie nachladen. Er wird 4,2 Kilometer im Akkubetrieb nach Grödig fahren. Die bestehende Fahrleitung dient dann als Ladeinfrastruktur für das Fahrzeug. Dann ist es soweit. Der neue E-Obus berührt das erste Mal Salzburger Boden. Nach einer 700 Kilometer langen Anreise aus der Schweiz. Mit diesem Transport ist eine Sonderbewilligung nötig und diese Strecke ist dann bewilligt worden über Bellach, Zürich, Schaffhausen, Schaffhausen-Stuttgart und dann von Stuttgart rüber nach München und von München nach Salzburg. Mit dem neuen E-Obus ist eine Verlängerung der Linie 5 bis nach Grödig ohne zusätzlichen Oberleitungsbau möglich. Er entlastet den Kfz-Pendlerverkehr und damit auch die Umwelt. Die restlichen 14 E-Obusse werden bis Mitte 2020 in Salzburg angeliefert. Es ist die vierte Auflage der Innovation Challenge der Salzburg, die Anfang September mit der Startup-Messe in die neue Saison gestartet ist. Im Mittelpunkt standen die 5G-Technologie, digitale Plattformen und Smart Energy-Lösungsansätze. Digitalisierung ist für die Salzburger AG eines der Zukunftsthemen. Das Unternehmen entwickelt sich hin zum digitalen Technologieunternehmen. Mit der Innovation Challenge will die Salzburger AG neue Märkte eröffnen und zukunftsweisende Produkte mit spürbarem Mehrwert für die Kunden entwickeln. Die vierte Auflage der Challenge steht ganz im Zeichen von 5G, digitalen Plattformen und Smart Energy Lösungsansätzen. Die Anzahl der eingereichten Projekte von Startups war enorm. Wenn sich mehr als 300 Startups aus 65 Ländern, fast aus allen Kontinenten der Welt, bei uns, bei der Salzburg AG, für diese Innovation Challenge bewerben, dann zeigt das einerseits, wie attraktiv wir auch für Startups sind, aber umgekehrt auch, wie viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit wir haben. 12 Startups haben es zur Startup-Messe geschafft. Davon ziehen 6 in das Innovation Camp im Oktober ein. Eines davon ist Gridix aus München. Mit ihrer eingereichten Smart Commercial Lösung ermöglichen sie Stromanbietern ein ganzheitliches Kundenenergie-Monitoring und Management. Im Grunde genommen screenen wir eigentlich ständig nach Innovation Challenges und neuen Herausforderungen, gerade jetzt ja, für Energieversorger. Darum haben wir dann eben auch direkt online davon ja, Wind bekommen und haben uns dann direkt auch beworben. Das Unternehmen Ride-On aus Israel hat es ebenfalls in das Camp geschafft. Mit ihren intelligenten Skibrillen und Helmen für Skifahrer und Snowboarder haben sie ein freihändiges, visuell interaktives Erlebnis auf dem Berg entwickelt. Augmented Reality. Mittels 5G-Technologie werden dem Benutzer wertvolle Daten direkt ins Visier projiziert. Navigiert wird mit der Bewegung des Kopfes.
Du musst stehen bleiben, damit du die Musik bedienen kannst. Wenn die Buttons erscheinen, kannst du ausschalten oder was immer du möchtest. Wenn du mit den Skiern weiterfährst, wird das meiste vom Display ausgeblendet und du wirst nicht mehr gestört. Die Salzburg AG Innovation Challenge zahlt sich aus. Das beweisen die serienreifen Produkte, die aus der Challenge 2018 entstanden sind. Konkret im letzten Jahr haben wir 6 Innovationsprojekte in die Umsetzung geschickt. Davon sind 2 Projekte bereits umgesetzt. Das ist der Chatbot auf unserer Homepage und das ist das Projekt Energized, wo wir in den Schulprogrammen der Salzburg AG bei den Schulklassen eine App zur Verfügung stellen werden, um die Salzburg AG und die Geschäftsfelder der Salzburg AG besser kennenzulernen. Weiter geht es für insgesamt 6 Unternehmen im Oktober. Dann wird im 3-tägigen Innovation Camp gemeinsam mit Fachexperten der Salzburg AG an Lösungsansätzen und Prototypen gefeilt. Jedes Jahr im September findet die sogenannte Almabkehr in der Stadt Salzburg statt. Dabei wird der Almkanal zur Gänze trockengelegt und dort befindet sich übrigens auch das älteste Kraftwerk der Salzburg AG, die Eichertmühle. Der Almkanal ist das älteste Wasser- und Energieversorgungssystem Mitteleuropas. Dieser führt von der Königseeache bei Grödig in die Stadt Salzburg und mündet hier in die Salzach. Der Höhenunterschied von Grödig bis Salzburg entspricht 46 Meter. Pro Sekunde werden normalerweise 5500 Liter Wasser transportiert. In Salzburg-Nonntal auf der Rückseite der Festung ist der Einstieg für die sogenannten Almkanalführungen. Also wir sind jetzt an der geologischen Nahtlinie zwischen Festungsberg und Mönsberg. Das ist der Ausgang des sogenannten Stiftsamstollens. Hier geht vom hangenden Stein kommend der Almkanal in die Altstadt. Und von hier teilt sich der Almkanal auf 5 Arme auf und mündet in die Salzach. Ist man mal drinnen, sieht man sehr schön die bewegte Geologie des Berges. Angefangen von kleinen Tropfsteinen, den sogenannten Stalaktiten und Stalagmiten. Bevor die Führungen Anfang September beginnen, gibt es noch eine genaue Prüfung des Stollens, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Es waren überhaupt im 18. Jahrhundert 2 große Erdbeben in Salzburg und da ist natürlich ein bisschen was kaputt geworden bei uns, weil wir finden zu diesen Jahreszahlen die meisten Renovierungsabschnitte hier im Stollen. Mystisch wird es spätestens dann, wenn man am Boden die geschliffenen Grabplatten sieht. Diese Platten stammen teilweise aus dem geschliffenen Friedhof vor dem Dom. Auch die Festungsbahn wurde bis 1959 durch ein Pumpenrad mit dem Wasser der Alm betrieben. Und dieses Pumpenrad hat Wasser auf die Festung hinaufgepumpt und die alten Waggons der Festungbahn haben vorne eine Spitze gehabt und eine Auffangmöglichkeit für das Wasser. Dadurch wurde die Festungsbahn schwer und hat die unten war, heraufgezogen und die Schwere ist heruntergefahren. Die Klimaanlage des Festspielhauses wird nach wie vor durch den Almkanal betrieben, sowie das Notstromaggregat der Salk. Auch die Salzburg AG betreibt nach wie vor ein Kraftwerk im 12 Kilometer langen Kanal, das Kraftwerk Eichertmühle bei Grödig. Dieses Laufkraftwerk ist das älteste Kraftwerk der Salzburg AG und wurde im Jahr 1899 erbaut. Das Kraftwerk Eichertmühle feiert heuer 120-jähriges Jubiläum. Einen ausführlichen Bericht diesbezüglich gibt es dann ab dem 26. September hier im Salzburg AG Magazin. Wir kommen gleich zur Jugend und gleichzeitig auch zu den Lehrberufen in der Salzburg AG. Wir sind gerade in Hagenau im Umspannwerk. Es steigt die Spannung und ganz besonders beim Jakob, unserem Lehrling. Servus Jakob, wie geht's da? Darf ich dich kurz stören? Was machst du denn da? Ja, jetzt da oben habe ich gerade einen Scheinwerfer austauscht, weil der war kaputt und der Scheinwerfer brauchen wir auf die Nacht immer, wenn Einsätze sind da, weil öfter da und sowas zum Beheben ist. Und es ist halt wichtig, dass das regelmäßig gewartet wird. Was machst du für einen Lehrberuf? Also ich mache doppelte Energietechnik, Maschinenbautechniker. Und momentan werde ich im Energietechnikbereich eingesetzt, so wie eben da. Da ist man dann eigentlich nur auf die Leitung auf dem Weg. Und da ist ja immer die Action dabei, oder? Ja, also das gefällt mir voll gut, weil da kannst du relativ viel mit Dunkel klettern und eigentlich immer mit Sport verbunden. Und man ist auch immer in der Natur auf dem Weg. Das taugt mir. Ah, und du mit deinen Kollegen kommst du auch gut aus? Du bist ja auch unterwegs in ganz Salzburg wahrscheinlich. Ja, man ist natürlich viel unterwegs in ganz Salzburg. Man sieht auch extrem viel, ist extrem lässig. Und mit den Kollegen ist es immer eine Gaudi eigentlich.
So, und du bist im vierten Lehrjahr, gell? Und bereitest du jetzt schon auf die Lehrabschlussprüfung vor, oder? Ja, genau. Also im vierten Lehrjahr haben wir dann, also jetzt haben wir noch die Berufsschein, wegen der Doppel einmal im Maschinenbau und Elektroberufsschein, haben wir jetzt noch die Projekte, die Berufsschein. Und dann gegen Ende vom vierten Lehrjahr haben wir dann die LAW-Vorbereitungskurse mit meinem Lehrausbilder, mit Herrn Reithofer, und da werden wir dann hoffentlich doppelt auf die LAW vorbereitet. Hoffentlich kriegst du eine Auszeichnung. Ich drücke dir die Daumen. Du, ich will dich gar nicht weiter stören bei der Arbeit. Vielen Dank, gell? Und mach's gut. Wir sehen uns. Ciao, Pfiat. Wir wechseln jetzt in die Berge, genauer gesagt aufs Winsfeld zwischen dem Pongau und dem Lungau. Die letzten aufwendigen Reparaturarbeiten nach dem starken Winter sind nun abgeschlossen worden, durchaus mit einigen Herausforderungen. Durch die extreme Schnee- und Wintersituation im Jänner 2019 kam es auf dem Winsfeld zum Mastbruch eines 110 kV Hochspannungsmasten. Das Winsfeld liegt, wenn man so möchte, direkt über dem Tauerntunnel und hier genauer gesagt an der Grenze zwischen dem Pongau und Lungau. Seit dem Winter ist einiges passiert. Also gleich im selben Augenblick, als wir die Leitung eingeschalten haben mit dem Provisorium, haben wir schon begonnen, den neuen Masten zu dimensionieren, die Statik zu beauftragen und auch einen Bitterkreis entsprechend festzulegen. Und das ist eine logistische Herausforderung. So wurden mehrere Basecamps mit unterschiedlichen Materialien für den Wiederaufbau des Mastens eingerichtet. Weil man diese Materialien schon näher an die eigentliche Baustelle gebracht hat, hat sich auch die Flugzeit auf das Winsfeld verkürzt. Aber nicht nur hier hat man Zeit gespart. Der neue Mast steht auf vier Füßen sozusagen und jedes Fundament dieser Beine hat 25 Kubikmeter Beton. Das Ganze musste heraufgeflogen werden, wenn man sich vorstellt, man bringt 0,3 Kubikmeter in einen Kübel Beton hinein, waren es etwa über 200 Flüge. Bevor man den Mast errichten kann, muss der Beton entsprechend sich festigen und abbinden. Das dauert etwa 10 Tage. Und damit man diese Zeit gewinnt, haben wir vorher schon die Seile über den Maststandort darüber gezogen und die 10 Tage gewonnen. Durch den starken Winter und die damit verbundenen hohen Schneemengen konnten die Reparaturarbeiten am Winsfeld erst im Juli 2019 so richtig durchstarten. Der Mast besteht aus vielen Stahlbauteilen, vielen Schrauben. Jeder Teil ist nummeriert. Und genau nach Plan wird jetzt Teil für Teil von unten aufgebaut und verschraubt, sodass der Mast mehr oder weniger von unten in die Höhe wächst. Das Endwachstum, wenn man so sagen will, sind 52 Meter und er wird damit der höchste Mast in unserem Netz. Die Arbeiten im Hochgebirge, also in 2000 Metern Seehöhe, sind eine tägliche Herausforderung, denn das Wetter kann dort oben sehr schnell umschlagen. Bei Schlechtwetter kann es sein, dass die Sicht weg ist, dass kein Hubschrauber die Mannschaft mehr holen kann. Da gibt es bei jedem Maststandort Notcontainer. Dort können sich die Leute sammeln und Unterschlupf finden. Und es ist zusätzlich ein Notweg ausgesteckt, dass man zur Hütte hinunter sich in Sicherheit begeben kann. Alle Arbeiten wurden planmäßig bis Anfang September 2019 fertiggestellt. Das war das Salzburger G-Magazin und auch diesmal gibt es wieder interessante Angebote rund um die Salzburg AG Vorteilswelt. Diesmal können Sie in der App aber auch gewinnen. Es geht um 8 Relax Tagesurlaube Deluxe im Tauernspa Kaprun. Viele Seiten der Salzburger Lebensqualität haben ihren Ursprung in der Salzburg AG. Wo sauberer Strom fließt. Und wo Wärme weiterdenkt. Wo Mobilität jedes Ziel erreicht. Wo ein ganzes Land vernetzt ist. Alles für zufriedene Kunden und alles aus einer Hand. Salzburg AG.
wo Zukunft ins Leben kommt.